In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Und die FIFA macht nach Russland 2018 auf ihrer Tour der Menschenrechte und Pressefreiheit nun halt in Katar. Und als ob es noch nicht hämisch genug wäre, während einer globalen Energie- und Klimakrise 7 vollklimatisierte Fußballarenen bei 45 Grad Außentemperatur mitten in der Wüste zu betreiben, hat die FIFA auch noch großspurig angekündigt, dass dies die erste CO2-neutrale WM in der Geschichte werden soll. Keine Pointe. Aber so schwer es fällt, nehmen wir das mal ernst. Was ist dran an der ersten klimaneutralen Fußball-Weltmeisterschaft? Die Emissionen dieses Turniers werden auf etwa 3,6 Millionen Tonnen CO2 geschätzt. Das ist so viel wie fast 1,5 Jahre innerdeutscher Flugverkehr. Nur eben nicht in anderthalb Jahren, sondern in 4 Wochen. Das ist deutlich über dem Durchschnitt, den Veranstaltungen dieser Größenordnung normalerweise haben. Den größten Punkt, nämlich 60-80% davon, entfallen auf Mobilität, also die An- und Abreise der Teams und Fans. Ein weiterer großer Teil geht für den Bau der neuen Infrastruktur drauf. Und das ist auch einer der absolut unnötigsten Punkte an dieser WM. Es wurden fast alle Stadien komplett neu gebaut. Hinzu kommen ein neuer Flughafen, eine neue U-Bahn, zahlreiche neue Straßen und etwa 100 neue Hotels. Ich kann und will gar nicht ausrechnen, wie viele Emissionen das alles verursacht hat. Und wer soll das alles überhaupt nutzen, wenn die WM nach 28 Tagen wieder vorbei ist? Aber die FIFA wäre nicht die FIFA, wenn sie sich nicht auch dafür etwas Fixes hat einfallen lassen. Denn immerhin eines der Stadien kann nach der Fußball-WM abgebaut werden und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. Total nachhaltig, sagt die FIFA. Konkret handelt es sich dabei um das Stadion 974, welches aus, wer hätte es gedacht, 974 alten Schiffscontainern gebaut wurde. In meinen Augen ist das aber alles andere als nachhaltig, wenn man etwas baut, was man am Ende nur einmal braucht. Das war schon bei vielen anderen Turnieren vorher so, dass die Stadien danach ungenutzt blieben und schon bald komplett heruntergekommen waren. Und selbst wenn man jetzt eines dieser 8 WM-Stadien in Katar wieder abbauen und woanders wieder aufbauen kann, für wen und wann soll das passieren? Und vor allem, auch das kostet dann eine Menge Zeit, Geld und Energie. Also alles andere als nachhaltig. Was also unternimmt Katar, um sich dieses von der FIFA selbst ausgedachte und verliehene Siegel der CO2-Neutralität zu verdienen? Ganz einfach. Für alle nicht vermeidbaren Emissionen setzt das Land auf den Ausgleich durch CO2-Zertifikate. Immerhin, und das muss man als positiv hervorheben, sollen die Stadien mit den neuesten energiesparenden Technologien ausgestattet sein und weitestgehend durch Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Dazu hat das Land eine 800 Megawatt Solaranlage bauen lassen, die dem ansonsten sehr stark von fossilen Energieträgern abhängigen Emirat auch danach klimafreundlichen Strom liefern soll. Außerdem wurden in Katar fast 1 Million Bäume und Sträucher zum Ausgleich der Emissionen gepflanzt. Ärgerlich ist nur, dass diese ganzen Bäume und Sträucher aufgrund der großen Hitze und Trockenheit in Katar alle künstlich bewässert werden müssen. Und dafür hat Katar extra 10 neue Meerwasserentsalzungsanlagen bauen lassen, die wiederum Unmengen an Strom fressen. Was der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit dieser Veranstaltung aber wirklich die Krone aufsetzt, ist, dass die 100 neu gebauten Hotels gar nicht ausreichen, um alle Gäste zu beherbergen. Deshalb werden täglich 160 Pendelflüge aus den umliegenden Emiraten angeboten, um alle Gäste zu den Spielen zu bringen. Das sind bei 22 Tagen, an denen Spiele stattfinden, also etwa 3500 Flüge. Und diese werden, zufälligerweise, vom Hauptsponsor dieser WM, Qatar Airways, durchgeführt. Die Fußball-WM in Katar ist also alles andere als eine nachhaltige Veranstaltung. Und auch das Siegel erste CO2-neutrale Fußball-WM ist vermutlich genauso geschmiert, wie es schon die Vergabe dieses Turniers war. Hinzu kommt die dramatisch schlechte Menschenrechtslage und die unterirdische Situation bei der Pressefreiheit. Dieses Turnier hätte also aus vielen Gründen niemals Katar als Ausrichter haben dürfen.